Guten Morgen und willkommen zu meinem Vortrag Einführung in die Verarbeitung natürlicher Sprache in Python. Damit ihr, wenn ihr mit dem schon mal zu tun gehabt habt, aber noch nicht so wirklich gewusst habt, ich habe jetzt Daten, die liegen vor in natürlicher Sprache, mit denen möchte ich was herausfiltern, mit denen möchte ich was tun. Und die Werkzeuge noch nicht so bekannt waren, nach dem Vortrag solltet ihr damit zumindest einmal einsteigen können in das Thema und selbst herumspielen können. Kurz über mich, mein Name ist Thomas Aglassinger, ich bin studierter Informatiker, praktizierender Softwareentwickler, Koordinator, so eine kleine Mischung, war über die Jahre in verschiedenen Branchen unterwegs, Gesundheitswesen, Banking, E-Commerce mit Schwerpunkt Suche, also da auch schon mit Sprache zu tun. Und jetzt seit einigen Wochen bei einem Feedback-System, einem digitalen, wo natürlich diese Verarbeitung von Sprachdaten ganz ein zentrales Thema ist. Nebenbei bin ich so ein Casual Open Source Entwickler. Wenn ich irgendeinen Kratzen bei mir selbst bereinigen kann mit einem kleinen Programm, dann haue ich das meistens auf den GitHub. Die meisten liegen dort herum, weitgehend ungenutzt. Einige davon sind ein bisschen populärer geworden. Ja, GitHub-Account ist verlinkt. Es gibt auch eine Homepage. Sind einige meiner Projekte angeführt. Daneben bin ich auch einer der Koordinatoren oder Organisatoren der Grazer Python User Group, der PyGraz, die sich jeden ersten Dienstag im Monat trifft. Gibt es auch eine Homepage, man kann sich über Meetup anmelden. Wir machen bunte Themen, Vorträge, Coding-Dojos, manchmal einfach nur einen Gastgartenbesuch, einen Austausch über Python. Also wenn das interessiert, seid ihr alle herzlich willkommen. In dem Zusammenhang freut es mich auch ganz besonders, dass jetzt beim Linux-Tag das erste Mal ein Python-Track ist. Also in diesem Raum werden ausschließlich Python-Vorträge stattfinden. An dieser Stelle herzlichen Dank an die Organisation, dass sie diese Idee gehabt haben und auch umgesetzt haben. So, über was werde ich jetzt heute reden? Also wir werden uns natürliche Sprachverarbeitung ansehen, als Grobbegriff, ja. Wir steigen einmal ein mit einem visuellen Thema, einer Wortwolke oder Tag Cloud, wie das dann auf Neudeutsch heißt. Das ist recht anschaulich und einmal ein erster Einstieg, wo man auch bunte ja, oder schwarz-weiß Bilder sehen kann. Dann beschäftigen wir uns, wie man, wenn man lange Texte hat, die so in einzelne Sätze und Wörter zerlegen kann oder Tokens, wie das die Linguisten dann nennen. Und auf diese Tokens schauen wir dann noch einmal ein bisschen genauer, weil das ist nicht einfach nur eine Zeichenkette, das ist eine Datenstruktur, die einige interessante Attribute hat, die man sich dann gut zu Nutzen machen kann, wenn man bestimmte Sachen heraussuchen möchte oder die Rolle eines Wortes in einem Satz genauer betrachten möchte. Dann machen wir eine kleine Stimmungsanalyse oder Opinion Mining heißt es manchmal. Auf Basis eines Beispiels, also eine vereinfachte Anwendung einer großen Kaufhauskette, die auch Stimmungsdaten oder Meinungen zu ihren Produkten dazu gemischt haben, um bessere Suchergebnisse zu erhalten. Und dieses Dazumischen, das schauen wir uns an, wie man das mit Python machen kann, in einer viel einfacheren Form, als die das gemacht haben. Aber auch, denke ich, in einer Form, wo man sieht, das kann auch mit relativ wenig Code schon zu passablen Ergebnissen führen. Und wenn wir dann Zeit haben, steigen wir noch ein ins Thema Themenmodellierung. Also ich habe eine große Menge an Daten. Ich weiß oder ich bin mir ziemlich sicher, dass da einige davon ähnlich sind. Ich möchte die irgendwie gruppieren können, ich möchte die clustern können. Und dafür gibt es auch Werkzeuge, die wir uns auf Basis eines Beispiels anschauen. Das Ganze ist gedacht als etwas, das ihr selbst verwenden könnt, mit dem ihr selbst herumspielen könnt. Also das ist jetzt im Prinzip die letzte Folie, die ich zeige. Dann werden wir einsteigen in ein sogenanntes Jupyter Notebook. Das ist eine ja, Webseite, wo man wie ein kleines Dokument schreiben kann, wo aber auch Code drinnen ist, wo man den Code ausführen kann, das Ergebnis gleich sieht. Und natürlich in unserem Fall Python-Code, gibt es aber auch für andere Programmiersprachen wie R und Julia. Da schicke ich dann noch einen Tweet aus, wo ich den jetzt genau hingelegt habe am GitHub. Ich muss das, was ich euch zeige, auch noch zuerst pushen, weil natürlich Vorträge werden immer erst 2 Minuten vor dem Vortrag fertig. Das ist so. Und Daten gibt es auch. Also wer von euch kennt Kaggle? Das ist so eine Webseite, die machen ja, Analysen, bieten Daten an für Analysen, die dann teilweise auch von Firmen kommen, die damit Wettbewerbe machen. Und dort findet man alles Mögliche. Also wenn man irgendetwas braucht zum Herumspielen, zum Herumanalysieren, dort kann man hingehen und sich Daten runterladen. Und die Daten im Jupyter Notebook sind eben auch
weitgehend von dieser Seite. Also das sind auch Dinge, die ihr euch besorgen könnt. Die sind natürlich nicht jetzt am GitHub drauf, weil die haben teilweise andere Lizenzen, Creative Commons und so weiter. Das habe ich jetzt nicht mischen begonnen. Aber da kann man dann auch damit herumspielen. Es ist eine README-Datei, wo ihr alles findet, die ganzen Links dabei sind. Also das Ganze ist gedacht als Basis für eure eigenen Erforschungen. Gut, dann springen wir dort hinein. Das sieht man mal, ja. Dann können wir das jetzt alles ein bisschen größer machen. Na, das war der falsche. Das sieht ganz passabel aus, ja. So, wie schaut's aus? Das ist ein bisschen klein. Vor allem sollte man am Anfang anfangen, gell? Und schauen wir mal, wenn wir es ein bisschen so, kann man so zumindest die Quellcodes nachvollziehen. Also die Idee ist jetzt natürlich nicht, dass wir den Quellcode von vorn bis hinten durchgehen. Ich werde es aber skizzieren, was die einzelnen Zeilen machen, und die Kernbotschaft für euch soll im Prinzip sein, in Python ist typischerweise alles 3 bis 5 Zeilen Code und dann gibt es schon wieder was Produktives, mit dem man weiterspielen kann. Und da steigen wir jetzt ein. Also das Erste, was wir machen, ist, wir brauchen einmal Daten, okay? Gut, in dem Fall habe ich mir jetzt Daten genommen von deutschen Zeitungsartikeln. Da gibt es ein Projekt, das heißt 1 Million Postkorpus, ist von einer österreichischen Zeitung. Die haben zig von ihren Zeitungsartikeln zur Verfügung gestellt und die zugehörigen Posts, die dann im Forum dazugekommen sind. Wir beschränken uns an der Stelle aber nur auf die Zeitungsartikel. Das Ganze gibt es auch als SQLite-Datenbank. Ich habe jetzt einen abgezogenen CSV-Bestand genommen, wo nur die Artikel selbst drinnen sind. Und der erste Code, den wir sehen, das ist dann gleich, ja, wie gehe ich mit einem CSV um? Also eine CSV-Datei, Comma Separated Values, die möchte ich mir in eine Python-Liste einlesen. Und da sieht man recht schön, ja, ich muss sie nur aufmachen, ich muss einen CSV-Reader sagen, was das Trennzeichen ist, und dann liest er das und ich kann das dann mit einem Einzeiler aus dem CSV-Reader in eine Python-Liste übertragen, die sich in dem Fall Articles nennt. Das an der Stelle ist Python List Comprehension. Das ist das ja, Äquivalent, also gibt es in vielen funktionalen Programmiersprachen, gibt es neuerdings auch in Java und Konsorten, da wird es dann über Streams gelöst. Da gibt es einfach ein paar Daten, die von irgendwo kommen, aus einem Generator, einem Iterator, die möchte ich in eine Liste pfropfen. Das geht schön mit einem Einzeiler. Wie viele Artikel haben wir da? Schauen wir es uns kurz an. 10.273, okay, da ist schon was drinnen. Wie schaut so ein Beispielartikel aus? Sieht man, das ist ganz normal ein Text, also das ist jetzt auch keine Struktur mit irgendwie Kopf, Schlagzeile, Autor, Datum oder so, das ist jetzt wirklich nur der Artikeltext, mit dem wir da arbeiten. Und das wollen wir jetzt in eine Wortwolke einmal clashen. Wortwolke ist natürlich eine Spielerei im ersten Schritt, ist aber oft auch durchaus interessant, wenn ich Daten habe, von denen ich noch gar keine Ahnung habe und ich mal rausfinden möchte, von was reden die Leute da überhaupt, um was geht es da ganz grob einmal. Dann ist die Wortwolke durchaus ein Werkzeug, das sinnvoll ist, weil es sehr anschaulich ist, weil man es auf einen Blick sieht. Machen wir kurz Spoiler. Ja. So schaut es aus, ja. Genau, also da ist die Wortwolke, die kann er dann gleich einbinden in das Dokument. Sieht man schön. Und was ist der Code, den man dazu braucht? Also es gibt ein Modul, das nennt sich Wortwolke. Man kann ein bisschen herumkaspeln mit den Farben. In meinem Fall habe ich gesagt, ich mag es jetzt nicht zu bunt, es soll gut lesbar sein. Daher ist alles jetzt schwarz, aber man kann sich da regenbogenartig selbst verwirklichen. Man kann auch andere Umrisse machen, aber das habe ich jetzt alles bewusst einmal nicht gemacht. Ich gebe einfach an, ich mag eine neue Word Cloud, ich mag so viele Pixel haben, Hintergrundfarbe soll weiß sein. Meine Farbfunktion für die Buchstaben soll einfach meine fixe Funktion sein, die immer schwarz zurückliefert. Und dann generiere eine Wortwolke aus den ganzen Texten, die ich da jetzt eingelesen habe aus der CSV-Datei. Vielleicht zur Variable Newstext noch kurz. Ich habe einfach wirklich alle Artikel genommen, oder eigentlich 100 in dem Fall, die ersten 100, und habe sie mit einem Zeilenumbruch getrennt in einen langen String hineingeclasht. Vielleicht nur ein kleiner Hinweis, also das, was ich da mache, ist jetzt einmal ohne groß Rücksicht nehmen auf Memory. Wenn ihr Millionen von Daten habt, dann kann ich das natürlich so nicht machen, da muss ich ein bisschen genauer vorgehen, dann brauche ich aber 2, 3 Zeilen mehr Code und ich habe mir gedacht, ich schaue jetzt, dass der Code einmal möglichst klein und überschaubar ist und
bin jetzt nur im Memory unterwegs. Ja, und dann sehe ich, da kommt was raus. Na, was kommt raus? Was sehen wir da? Und der, die, von, eine. Also Wörter, die wir nichts bedeuten, die eigentlich völlig sinnlos sind, die keine Information enthalten. Die helfen mir nichts. Und da haben die Linguisten das Problem öfters und haben gesagt, ja, solche Wörter brauchen wir eigentlich nicht. Die sammeln wir zusammen in etwas, das wir Stopwords nennen. Also eben klassisch die Artikel und oder auch so Wörter, die mir nicht wirklich helfen, die ich natürlich brauche, um einen Satz auszuformulieren, aber die nicht die Kerninformation sind, die ich suche, die ich analysiere. Und diese Stopwörter möchte ich wegfiltern. Könnte ich jetzt hergehen, selber eine Liste zusammenbauen. Ist aber langweilig, weil das haben andere Leute schon gemacht. Die findet man im Internet, das ist eine Variante. Und wenn man in Python unterwegs ist, gibt es noch eine schöne Variante, die nennt sich Spacy. Mit Spacy werden wir heute noch einiges sehen. Das ist generell eine Bibliothek, um natürliche Sprache zu verarbeiten. Insbesondere auf Deutsch und Englisch. Aber es gibt auch einige andere Sprachen, die unterstützt werden, teilweise mit unterschiedlicher Breitenwirkung. Meiner Erfahrung nach, Deutsch funktioniert damit sehr gut und Englisch sowieso. Also Englisch wird von fast jedem Werkzeug unterstützt, das irgendwie natürliche Sprache bereitstellt. Aber mit Deutsch ist es teilweise herausfordernd, Dinge zu finden und Spacy ist da gut aufgestellt. Im Prinzip muss man sich nur das Sprachmodell hineinladen. Da sind einige schon dabei, die man sich selbst aus dem Internet runterholen kann. Ist in der README beschrieben, wie man die kriegt. Und das ist ein Sprachmodellkern, der von Newsseiten kommt. Jetzt nicht von denen, die ich verwendet habe. Die haben andere Newsseiten einmal abgeklappert. Mit der Wikipedia haben sie es, glaube ich, noch einmal abgemischt und haben gesagt, das ist die deutsche Sprache, das sind die wichtigsten Wörter. Da wissen wir, welches Wort ein Hauptwort ist, ein Adjektiv, und das ist alles da drin gespeichert. Das wird dann meistens NLP genannt, für Natural Language Processing, so die Standardvariable, die die Leute im Quellcode verwenden, deswegen habe ich das auch so gemacht. Ich habe aber noch das Kürzel DE dran gehängt, weil wir werden dann nachher auch mit Englisch ein bisschen was machen und daher diese Unterscheidung zwischen Deutsch und Englisch. Und dort gibt es dann praktischerweise gleich ein Attribut oder eigentlich eine Menge, wo solche Stopwörter gespeichert sind. Wenn wir uns da die ersten paar anschauen, ab, aber, diverse Varianten von acht, alle, allein, alles, das sind so klassische Wörter, die mich nicht wirklich interessieren, wenn ich die wichtigen Wörter einmal finden möchte. Und wenn wir das haben, dann können wir jetzt zu unserer Wortwolke sagen, lass die Stopwörter weg. Die könnten wir jetzt selbst aus dem Text rausfiltern, aber die Wortwolke ist da sehr praktisch, weil sie hat bereits einen Parameter Stopwords, wo ich jetzt einfach die Stopwörter, die ich von Spacy mir geholt habe, direkt übergebe. Also ich habe es da noch einer Variable zugewiesen, weil wir werden sie dann noch häufiger verwenden. Aber im Prinzip könnte ich da jetzt auch direkt auf die Spacy-Stopwörter verwenden. Und wenn wir da jetzt die Wortwolke noch einmal neu aufbauen, dann sehen wir, ja, jetzt hat sich was getan. Jetzt wird es schon ein bisschen spannender. Da sehen wir jetzt die Reden vom ORF, die Reden von Facebook, von Medien, Österreich, Betriebsrat, Wien. Wien ist wichtiger wie Österreich. Ja, ist, glaube ich, ein realistisches Bild aus der österreichischen Presse. Andere Bundesländer nicht vertreten. Und das kommt dem Ganzen schon näher. Was wir jetzt gemacht haben, waren aber nur die ersten 100 Artikel, weil wir wollten ja schnell ein Ergebnis haben. Wir haben aber 10.000. Schauen wir mal, ob das ein bisschen spannender wird, wenn man 10.000 hat und alle 10.000 reinschickt. Und tatsächlich, Wien ist noch wichtiger geworden. Ja. Österreich, Randthema, USA, EU findet man da auch, ja. Aber Wien, Wien nur du allein. Über Prozente reden sie oft. Da könnte man zum Beispiel überlegen, ob Prozent jetzt für mich ein Stopwort ist, weil im Kontext, wo ich unterwegs bin, brauche ich es nicht. Dann könnte ich das zu dem Set noch dazu hängen. Aber da sieht man schon, okay, das sind so durchaus einmal Themen, die sich bewegen. Wochentage sind auch potenzielle Stopwörter, die man da wieder rausnehmen kann, weil die sind auch meistens nicht interessant. Aber da sieht man, da tut sich was. Und da kriegt man relativ schnell einen ersten Eindruck, was in diesen Newsartikeln alles los ist. Gut, jetzt haben wir uns den ganzen Text angesehen. Oft ist es interessant, mit einzelnen Sätzen und Wörtern zu arbeiten. Wie geht das jetzt? Da hilft uns auch wieder Spacy. Also wir können, da gibt es eine Datenstruktur, die nennt sich Dokument und die kann man einfach aus einem Text aus
aufbauen. Ich habe da einen Text hineingegeben, damit es ein bisschen spannend ist, auch wenn er abstrus ist, aber grammatikalisch ist er relativ interessant. Die blaue Rakete ist schneller als das schnellste Auto, was wenig verwunderlich ist. Das sind zwei Sätze mit einigen Wörtern, verschiedenen Wortarten auch, also Hauptwörter, Zeitwörter. Ja. Und das wollen wir jetzt einfach mal in Sätze zerlegen. Das geht relativ einfach. Ich nehme mein Dokument, dort gibt es ein Attribut Sense. Das ist im Prinzip ist ein Generator. Und wenn ich mir das ausgebe mit einer Vorschleife, sehe ich, ich habe zwei Sätze. Die blaue Rakete ist schneller als das schnellste Auto. Und der zweite Satz, was wenig verwunderlich ist. Es ist jetzt linguistisch gesehen nicht wirklich ein Satz im grammatikalischen Sinn, in unserem Beispiel schon. Aber die Sense sind da ein bisschen schlauer. Die schaffen es manchmal auch, wenn so Sätze mehrere Informationen enthalten, diese herauszufiltern. Also wenn ich gewisse Beistrichkonstruktionen und sowas habe, wo wirklich wieder eine getrennte eigene Aussage zu finden ist, dann ist das wieder ein eigener Sent, obwohl es grammatikalisch nur ein Satz ist. Da ist aber der Englische ein bisschen erfolgreicher wie der Deutsche, habe ich so den Eindruck gehabt. Deswegen ja, haben wir jetzt da nur wirkliche Sätze. Gut, viele Sätze. Uns interessiert jetzt einmal der erste. Den wollen wir uns genauer ansehen. Die blaue Rakete mit dem schnellen Auto, die speichern wir uns weg in eine Variable First Sent. Einfach über den Iterator noch einmal drüber fahren und sich das erste Element holen. Das ist unser Satz, mit dem wir jetzt ein bisschen weiterarbeiten werden. Und da kommt schon das nächste Konstrukt der Linguistik, das sogenannte Token. Da kann man sich jetzt grob vorstellen, ja, es ist in etwa ein Wort. Ein Token kann aber auch etwas anderes sein als ein Wort, kann auch ein Satzzeichen sein, kann ein numerischer Betrag sein. Und je nachdem, wie schlau die Parser sind, kann auch eine ganze URL ein Token sein oder eine ganze E-Mail-Adresse. Der Spacey-Parser für Deutsch ist da relativ schlau, also der kann da einiges rausholen. Für unsere Analysen sind jetzt vor allem die ganzen Wörter mal interessant. Und wenn ich jetzt über unseren Send drüber fahre, wieder Iterator, mir die einzelnen Token raushole, dann sehe ich da schon, ja, die blaue Rakete ist schneller als das schnellste Auto, Punkt. Also auch der Punkt ist ein eigenes Token. Und jetzt schauen wir uns ein Token genauer an. Wir holen uns einfach das vierte Token aus diesem Satz heraus. Das ist in dem Fall das Wort schneller. Was kann man mit so einem Token jetzt alles machen? Man kann es einmal ausgeben. Ja? Wenn man es mit Print ausgibt, wird es automatisch in einen String umgewandelt. Also ich sehe jetzt das Wort schneller. In Wirklichkeit ist es aber eine Datenstruktur mit vielen Attributen. Und wenn ich jetzt wirklich nur das Wort selbst haben möchte, dann sage ich Token.text. Damit kriege ich jetzt tatsächlich eine Python-Zeichenkette, wo schneller drinnen steht. Manchmal ist es angenehm, wenn ich so Dinge analysiere, dass ich sage, Groß-Kleinschreibung interessiert mich nicht. Ich möchte nur mit der Kleinschreibungsvariante arbeiten, nicht mit dem tatsächlichen Wort, wo verschiedene Groß-Kleinschreibungen drinnen stehen können. Dann gibt es in dem Token das Attribut lower. Und da steht in dem Fall auch schneller drinnen. Aber wenn wir einen Großbuchstaben gehabt hätten, so wie bei der Rakete, würde jetzt das R klein sein. Und dann gibt es noch ein interessantes Konstrukt. Also wir haben da jetzt schneller. Das ist ja die Steigerungsform von schnell. Und manchmal bin ich gar nicht so interessiert daran, ob das jetzt schneller oder am schnellsten oder sonst irgendwas ist. Mir geht es nur darum, da geht es thematisch irgendwie darum, dass was schnell ist, egal in welcher Ausprägung. Und da gibt es ein Konstrukt, das nennt sich Lemma. Da kann man sich vorstellen, ja, das ist das Stammwort. Und das Stammwort von schneller ist schnell. Und das kriege ich einfach über ein Attribut, wenn ich mein Token habe, sage mir das Lemma dazu, das Lemma von schneller ist schnell. Habe ich wieder als Zeichenkette. Und damit brauche ich mich nicht mehr darum kümmern, ob das jetzt irgendwie abgewandelt worden ist. Also bei Hauptwörtern gibt es ja die verschiedenen Fälle, wo dann wieder etwas anderes dran gehängt wird. Wenn etwas im Genitiv ist, also im Possessive Case auf Englisch und wie heißt es auf Deutsch, der Genitiv? Der zweite Fall, ja, der Besitzfall, ja, ja, genau. Also da wird er dann oft, ja, Seppis Auto, also der Seppi ist dann auf einmal der Seppis, hat das S dranhängen und das fliegt dann auch weg bei diesem Lemma. Also mit dem Lemma kann man einiges machen. Und es gibt dann auch noch, da habe ich jetzt keine Beispiele, ich kann auch prüfen, ob ein Token ein bestimmtes Token ist. Ist es ein reines Kleinschrift-Token? Ist es ein Punktuations-Token? Also sind da gar keine Buchstaben drinnen, nichts an fassbaren Informationen.
Und es gibt auch etwas zum zu prüfen, ob etwas numerisch ist, wobei numerisch ist ja recht flexibel. Also es kann die Zahl 10 sein, als Ziffernfolge 1,0. Es kann aber auch das Wort 10 sein. Also auch da erkennt er, das ist zwar eine Zeichenfolge, aber es hat die Bedeutung, eine Zahl zu sein. Da ist er recht flexibel. Und auch so Dinge wie E-Mail kann ich damit recht schnell herausfiltern oder URLs. Da habe ich den Link da oben, da sieht man dann, was es alles gibt für diese Token. Ein Hinweis zur Token-Performance. Also wir haben jetzt in diesen Beispielen immer mit Texten gearbeitet. Es gibt aber klassischerweise zwei Ausprägungen bei SPACY. Es gibt das Lemma mit einem Underscore am Ende, also das Stammwort. Das war unser Schnell. Es gibt aber auch das ohne Underscore am Ende und dann ist es einfach ein numerischer Code, ein Hashcode, mit dem es in ein Wörterbuch verweist von allen Wörtern, die ihm bisher untergekommen sind. Also untergekommen sind zur Laufzeit von unserem Programm. Und der Vorteil von dieser numerischen Darstellung ist, dass er natürlich das erstens kompakter speichern kann. Wenn ich im Speicher jetzt lange Wortlisten haben möchte, dann ist es besser, ich mache das mit diesen Wortnummern. Und wenn ich Wörter vergleichen möchte, ist er natürlich auch schneller, wenn er nur eine Zahl vergleichen muss, wie wenn er eine Zeichenkette vergleichen muss, die viel klassischerweise viel mehr Bytes sind, außer bei ganz kurzen Wörtern. Also wenn einem die Performance und der Speicherverbrauch wichtig ist, dann besser mit diesen Zahlenvarianten arbeiten. Die Zahlenvariante kann man halt natürlich dann nicht speichern auf Platte oder so, da braucht man wieder die Textversion, weil die ist nicht immer die gleiche Zahl für jedes Wort. Je nachdem, welche Daten man gehabt hat, werden halt diese Zahlen, oder na, kann sogar sein, dass es ist, weil es ein Hashcode ist. Na, ich wäre trotzdem vorsichtig. Ja, und da sieht man auch das Lower von unserem Spezialdocken, also unser Original schneller in Kleinschrift, das hat natürlich eine andere Zahl, die überhaupt nichts zu tun hat mit der Zahl für schnell. Das sind halt die Computer auch Dinge, die für uns ähnlich ausschauen, schauen dann als Zahl ganz anders aus. Also das ist ein Performance-Hinweis, vor allem wenn es mehr Daten verarbeitet, die Zahlenvariante verwenden. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Part of Speech Tagging, POS. Findet man oft. Um was geht es da? Also ich habe jetzt ein Token gefunden in meinem Satz und die Wörter haben ja meist eine bestimmte Rolle. Also so Klassiker sind Hauptwörter, Zeitwörter, Adjektive, die etwas näher beschreiben. Und diese Information ist dann auch am Token angehängt. Da gibt es zwei Attribute. Das eine ist POS für Part of Speech. Hoppala, zu viel geklickt. Und dann gibt es noch eine detailliertere Variante, die nennt sich Tag, die ist ein bisschen granularer. Da habe ich jetzt ein Beispiel ausgegeben, also unseren Satz, die blaue Rakete ist schneller als das schnelle Auto. Und da sieht man, dass blau ein Adjektiv ist, Rakete ein Noun, also ein Hauptwort, ist ein Hilfsverb, schneller ist wieder ein Adjektiv. Und das zum Beispiel ist auch wieder so, das weiß ich jetzt gar nicht. Der Tag zum Beispiel weiß dann, dass das ein Artikel ist. Ja. Also da werden dann einfach so Konstanten zugeordnet. Und damit kann ich mir relativ schnell alle Hauptwörter raussuchen oder alle Adjektive. Und auf Basis von dem dann Entscheidungen treffen. Insbesondere, wenn ich nach gewissen Mustern suche, dass nach Hauptwörtern, vor Hauptwörtern ein Adjektiv steht oder so, das kann ich mir damit relativ schnell suchen. Diese Symbole, die da stehen, Det, Adjun, Noun und so weiter, die sind bei SPACY definiert in einem Modul, das nennt sich Symbols und da kann man hin und her wandeln. Also Adjektiv ist zum Beispiel intern 84 und die Konstante ist ADJ und man kann hin und her kopieren zwischen oder hin und her konvertieren zwischen 84 und der Zeichendarstellung. Je nachdem, was ich gerade habe, kann ich mir das suchen, was ich brauche. Da gibt es dann so Mappings wie IDs und Names, wo ich mir eben die Darstellung herausfiltern kann, die ich brauche. In unserem Fall haben wir es jetzt nur ganz normal ausgegeben. Auch da wieder POS mit Unterstrich ist die Variante mit Zeichenkette. POS ohne Unterstrich wäre die numerische Variante. Also bei Adjektiv würde da dann eben 84 drinnen stehen. Ja, und was kann ich jetzt damit machen? Machen wir mal einen Anwendungsfall. Schauen wir mal aus. Ein Anwendungsfall von etwas, das andere Leute schon gemacht haben. Und zwar, das ist jetzt ein
Beispiel von einer Handelskette, einer amerikanischen Handelskette, die Möbel verkauft. Und die haben mitgeschaut in ihrem Online-Shop, nach was suchen die Leute in unserem Shop eigentlich? Und wo gibt es jetzt Suchbegriffe, wo nur ein Teil der Wörter gefunden wird? Und da ist ihnen aufgefallen, die Leute suchen nach einem Sturdy End Table. End Table ist ein kleiner Beispieltisch, sieht so aus. Und da suchen die Leute nach so einem End Table, den findet man im Shop auch. Aber was ihnen wichtig ist, ist dieses Adjektiv Sturdy. Sie wollen einen stabilen End Table. Und wenn der Online-Shop suchen geht, was macht er? Er geht hinein in die ganzen Produktnamen, Produktbeschreibungen, versucht dort eben die Wörter Sturdy End und Table zu finden, findet End Table, aber findet Sturdy nie, weil das nie drinnen gestanden ist. Das ist so ein bisschen ein umgangssprachlicher Begriff und in dieser Marketingsprache, die die Leute verwenden für Produktbeschreibungen, kommt der nicht vor. Und er ist auch schwer hineinzukriegen, weil die Produktbeschreibungen nicht vom Möbelgeschäft selbst gemacht werden, sondern von den ganzen Lieferanten. Also organisatorisch haben die keine Perspektive gesehen, dass die das irgendwie selbst einpflegen können. Mal ganz davon abgesehen, dass das relativ langweilig ist und einen hohen Aufwand macht. Sie sind aber dann draufgekommen, dass so Wörter wie Sturdy sehr wohl vorkommen in den Produktreviews, die die Kunden selbst schreiben. Also wenn die diesen Tisch gekauft haben und dann drauf kommen, er ist stabil, dann schreiben sie hinein, ja, das ist ein stabiler Tisch, ein Sturdy End Table. Und jetzt war ihre Idee, wenn wir diese Datenbestände haben, dann mischen wir sie einfach dazu, zu unserem Suchdatenbestand. Das heißt, wir wollen da jetzt reingehen in unsere Produktbeschreibungen, die Adjektive rausholen und sind glücklich. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Kunde reinschreibt, der ist aber nicht stabil, der Table. Also dann steht zwar schon ein Sturdy drinnen, aber vorher not. Also dann willst nicht das Dirty dazu mischen. Und genau das ist eben diese Sentimentanalyse, Sentiment Analysis, Opinion Mining. Du müsst auch mit diesen Negationen, mit diesen Abschwächern, nicht besonders stabil, irgendwie umgehen können. Und was die dann gemacht haben, kann man sich in dem Vortrag ansehen, ist sehr interessant. Die haben auch eine Gruppe bei der Firma, weil sie halt groß sind, die nichts anderes macht, als sich mit der Suchmaschine zu beschäftigen. Und haben das wirklich schön umgesetzt mit allem Pipapo, was die akademische Welt zur Verfügung stellt. Spannender Artikel. Ist aber nicht immer das, was dann eine kleine Firma auch machen kann und ist auch nicht das, was, für das man Zeit hat, für das man das Budget hat, für das man die Spezialisten hat. Daher, wie kann man eine einfache Variante von dem Ganzen machen? Ja, besorgen wir uns einmal ein paar Kundenreviews. Es geht dann wieder auf Kegel, da gibt es ein paar schöne von einer sehr bekannten Online-Verkaufskette. Die liegt dann wieder als CSV vor, diesmal ein bisschen anderes Format, wo dann schon die Überschriften drinnen sind. Es sind ein paar andere Zeilen jetzt, weil man dann wirklich die mit der Überschrift Reviews-Text reinfahren kann und genau die Spalte sich holen kann, die man haben möchte. Und Python ist da wieder flexibel, da gibt es einen verbesserten CSV-Reader oder einen eigenen CSV-Reader, Dict-Reader, der mit Überschriften umgehen kann. Und damit komme ich im Endeffekt jetzt wieder mit einer Liste raus, wo ich sage, ich habe meine Reviews. Da sind meine Reviews und da sind meine Produktnummern drinnen. Also das wäre ein Beispiel für eine Produktnummer. Irgendwas. Und da ist eine Review. In dem Fall sind wir jetzt Englisch unterwegs. Klassischer Text. Das heißt, wir brauchen jetzt einen englischen Sprachkern, mit dem wir arbeiten können. Gibt es auch für Spacy. Muss ich noch runterladen. Und da ein paar Beispiele, wie das dann ausschaut, wenn man das jetzt in einzelne, wenn man so eine Review in einzelne Sätze zerlegt. Also da vorne der erste Satz, I initially had trouble, der zweite Satz, fortunately I had friends, bla 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 bla. Da ist auch ein Beispiel für so einen Send. Da fängt er wieder neu an, da hat er eine neue Aussage gefunden. Da ist kein neuer Satz, aber da end, I'm loving my paper white, no regrets. Also das ist zwar im selben Satz, aber durch diese Trennung über das Und-Wort ist es ein eigener Send. Das ist ein Beispiel für das, wo ich vorher kurz gesprochen habe drüber. Ja? Nummer 3. Kannst du die Frage bitte wiederholen? Ja, also die Frage war, der Satz Nummer 3 sind eigentlich zwei Sätze. Ja, da hat die Schreibweise den ausgetrickst, weil der Punkt kein Leerzeichen danach hat, ja, weil der das ein bisschen lazy getippt hat und das erkennt er dann wieder nicht.
Also das ist auch etwas, was durchaus interessant ist, sehr guter Hinweis. Wenn ich so Daten habe, dann sind die manchmal nicht in der Form, die ich direkt verarbeiten kann und dann muss ich einen Preprocessing, einen Vorverarbeitungsschritt einbauen. Und in dem Fall wäre es offenbar sinnvoll gewesen. Ja? Also gut beobachtet, ist mir nicht aufgefallen. Ja? Aber wenn man da ein Leerzeichen einfügen würde, sollte er das im Prinzip erkennen. Ja, gut, jetzt wollen wir dieses Opinion Mining, dieses Sentiment Analysis machen. Und auf Englisch geht das relativ gut, weil da gibt es wieder ein Python-Paket, das nennt sich Vader Sentiment. Und der hat eine Datenstruktur, die nennt sich Sentiment Analyzer. Und in die kann man im Prinzip Sätze reinschicken und er sagt dir dann, wie viele positive Wörter sind dort drinnen, wie viele negative Wörter sind da drinnen, wie viele undefinierte Aussagen sind da drinnen, wo sich das alles irgendwie zusammenmischen anfängt und er nicht mehr genau sagen kann, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Und das kann er dann mal mitteilen. Vader ist auch interessant, gibt es ein Paper, wie sie den gebaut haben, das haben sie so mit... Viele Leute haben sie gefragt, ob sie das Wort jetzt positiv oder negativ einschätzen und sind dann mit einer Zahl zwischen 0 und 1 herausgekommen. Ist ein relativ aufwendiges Verfahren, aber die haben das ziemlich elegant gelöst, weil sie das über Mechanical Turk gemacht haben, wo sie viele billige Leute genommen haben und dann Querprüfungen gemacht haben. Aber halt leider nur für die englische Sprache. Ja, und so einen Cent kann ich jetzt wieder reinschicken in so einen Scorer. Einen Analyzer-Scorer und dann kriege ich einen Score. Schauen wir uns einmal ein Beispiel an. Also das ist der erste Satz von oben. I initially had trouble deciding between the paper white and the voyage because reviews more or less said the same thing. The paper white is great, but if you have spending money, go for the voyage. Also da war der Kunde selbst verwirrt und das ist jetzt ein diffuser Satz. Weil da sagt er, ja, es ist ein bisschen negativ, es ist sehr viel neutral drinnen, es ist ein bisschen positiv und es gibt also zusammengesetzte Aussagen, wo es ja irgendwie, oder das Ganze kommt dann in einen zusammengesetzten Score, wo es relativ schwer zu sagen ist, ob das jetzt ein positiver oder negativer Satz ist. Aber diese drei oder diese vier sind dann das, was uns dieser Analyzer gibt und auf Basis von dem sollen wir jetzt entscheiden können, ist das für uns jetzt eindeutig genug, positiv oder negativ. Uns interessieren ja jetzt im ersten Schritt vor allem die positiven Adjektive. Also suchen wir uns einfach die Sätze raus, die hauptsächlich positiv sind. Da rattern wir jetzt einfach drüber über alle unsere Reviews. Zu Spacey sagen wir, zerlegt das in Cents. Über jeden Cent rattern wir drüber, rechnen den Score aus und schauen dann, ist der Negativanteil in diesem Satz klein, also kleiner 0,1 und der Positivanteil einigermaßen groß, also größer 0,25, dann ist es für uns ein Satz mit einer relativ klaren Aussage, die für uns interessant ist. Solche Sätze interessieren uns, weil dort sind dann hoffentlich Adjektive drinnen, die wir wirklich zu unserem Produkt dazu mischen können, die wir wirklich verwenden können, um neue Wörter zu lernen zu den diversen Artikeln, die wir da haben, aus der bisher nur mit Produktbeschreibungen. Und wenn man das dann so durchführt, und ausgibt, dann kommt zum Beispiel ein Satz, I have to admit, I'm in love, und der ist 0,45 positiv und ja, sehr, sehr wenig negativ. That desire is back, I simply adore, ja, es ist halt alles sehr emotional. Adjektive sind noch nicht so viel drinnen. Wenn man da jetzt schaut, ist schon ein bisschen interessanter. Cool usability, delivers, it works well, attractions, ja, companion. Und solche Sätze kommen dann raus. Und viele davon haben jetzt noch gar keine interessanten Adjektive. Das wird eben jetzt der nächste interessante Schritt für uns. Wie holen wir uns aus dem jetzt die Adjektive heraus? Also wir haben jetzt unsere Funktion, die wir gerade gebaut haben, wo wir alle Reviews reinschicken können und wo alle Positivsätze zu dem jeweiligen Produkt herauskommen. Diese Positivsätze zerlegen wir jetzt in Token. Dann schauen wir, ob unser Token ein Adjektiv ist. Und wenn ja, dann hängen wir es dazu. Da ist noch so kleine, es kommen nämlich manchmal Adjektive mit einem Minus, das sind so interne, die werden dann noch weggefiltert. Aber dann haben wir ein Adjektiv, das uns interessiert. Und wenn wir jetzt solche Adjektive ausgeben, was kommt da alles daher? Awesome, happy, great, cool. Ja, das sind viele sehr allgemeine Wörter, ist jetzt auch noch nicht so interessant. Da kann man jetzt wieder diese, ja, wie soll ich sagen, diese
Techniken anwenden, die wir auch bei Stoppwörtern gemacht haben. Wir versuchen jetzt die allgemeinen positiven Wörter wegzufiltern, weil die helfen uns nicht wirklich. Schauen wir mal, was die häufigsten Wörter sind. Das geht in Python recht schön mit einem Counter. Da brauche ich nur die Wortliste reinschicken und sagen, gib mir von dieser Liste die most common, die 10 häufigsten Wörter. Da kommt 7-mal great vor, 6-mal perfect, 5-mal new. Ja, und das sind alles so Kandidaten für quasi positive Stoppwörter, die eigentlich keine Information enthalten. Die kann ich mal wieder wo reinhauen und sage, die filter jetzt weg und jetzt gebe ich mir die aus, die überbleiben. Und dann wird es schon ein bisschen besser. Da kommt dann quick daher, sharp, worth. Und das sind Dinge, die möglicherweise in einer Produktbeschreibung nicht drinnen stehen. Und wenn ich die jetzt dazu mische zu meinem Suchdatenbestand, dann fange ich an, Mehrwerte zu generieren. Ein paar andere muss ich wahrscheinlich noch immer wegfiltern. Aber das Prinzip ist eben, die quasi Stoppwörter weg und das, was wirklich relevant ist, dann dazu mischen zu meinen Produktinformationen. Das Ganze kann ich jetzt wieder in eine Funktion verpacken, wo ich dann die interessanten Wörter zurückkriege. Und jetzt sind wir so weit, dass wir mit einer ziemlich trivialen Schleife über alle Produktreviews drüber rattern können. Oder die ersten 15 habe ich jetzt gesagt, mit der iSlice-Funktion. Aber im Prinzip ist es jetzt eine ganz triviale Schleife, wo ich mein Produktreview reinschicke und als Ergebnis erhalte ich den Produktcode und die potenziell interessanten positiven Adjektive. Und das wäre dann so ein Anwendungsfall für eine Sentimentanalyse, wo ich eben Informationen extrahieren kann, die mir sonst nicht so gut vorliegen. Das Ganze in Deutsch ist ein bisschen schwieriger, da habe ich ein paar Hinweise gegeben, da habe ich selbst einmal eine Bibliothek geschrieben, die zumindest so ja, die Grundmuster enthält. Es gibt auch ein gesammeltes Dictionary mit Positiv- und Negativbegriffen, also Positiv-Negativ-Wörtern, SentiWS. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen mit der Lizenz, weil die ist nur für Nicht-Kommerzielle vorgesehen. Und das SentiWS ist auch als Spacey-Plugin verfügbar. Also man kann sich das ein bisschen zusammenbasteln, was Vader da gemacht hat. Und jetzt kommen wir noch kurz zum letzten Thema. Da sind wir zeitlich schon ein bisschen sportlich. Topic-Klassifizierung, was heißt das? Ich habe es einleitend eh schon kurz erwähnt. Ich habe eine Unmenge an Dokumenten und habe die Vermutung, dass da etliche irgendwie ähnlich sind, dass man sie gruppieren könnte. Ich weiß aber nicht, was sind die Gruppierungen. Und ich lasse jetzt einfach einmal den Herrn Python drauf los und schauen wir, was der findet. Da gibt es auch eine Bibliothek, die nennt sich GenSim und die genau für sowas Funktionen zur Verfügung stellt. Wieder eine CSV-Datei, in dem Fall ja, sind wir eh wieder bei unseren Artikeln. Die lese ich einfach nur nochmal ein, also wieder unsere Zeitungsartikel. Und da ist jetzt einmal ein Bereinigungsschritt dabei, weil da sage ich, ich möchte jetzt nicht den Originalartikel analysieren, weil ich habe die ganzen abgeleiteten Wörter noch drin, die muss ich wieder raushauen, also auf Slammer reduzieren, was schneller soll schnell werden. Die Stoppwörter will ich raushauen und ich möchte, dass alles in Kleinschrift ist. Das geht relativ komod mit so einer List Comprehension, aber es gehört eben gemacht. Und der Output von sowas ist, von so einem Artikel, einen umgewandelten Artikel, abnehmen, planen, gering, Nutzung, schelten, Spiegel, online abnutzen, vorstellen, ausbauen. Also das war einmal ein Zeitungsartikel und ist jetzt eben auf das Wesentliche reduziert. Nur mehr die Grundform des Wortes und nur mehr alles in Kleinschrift. Und das kann ich dann einmal reinschicken, dass er so ein Wörterbuch daraus baut, aus all diesen Wörtern. Da kommt er dann drauf, er hat 51.000 Tokens und davon sind, steht das irgendwo, 2.000 Dokumente. Er sagt mir jetzt gar nicht, wie viele das eindeutig sind. Ja. Jawohl, 51.000 eindeutige. So viele. Ja, interessant. Da gibt es dann ein paar Schritte, die man machen kann. Man muss nochmal umwandeln in einen Korpus, in dem man dann schön suchen kann. Und dann kommt ein Modell, das sich TF-IDF nennt. Was heißt das? Term Frequency, Indirect Document Frequency, das ist eine Heuristik, die sagt, Wörter, die seltener vorkommen in einem Textbestand, das sind dann die wirklich interessanten Wörter, das sind die Fachbegriffe, das sind die Spezialwörter, die einen Artikel abheben von den anderen Artikeln. Also Fußball wird in einem Fußballartikel drinnen stehen, aber in vielen anderen Artikeln nicht in einer Zeitung. Und das wäre so ein Wort, das sich als ja, wichtiges Wort herausstellt, das wird dann höher priorisiert.
Und die indirekte Dokumentfrequenz, da geht es auch viel darum, wenn ich einen kurzen Text habe und ich finde dort ein Wort, dann ist es wichtiger, als wenn ich es in einem langen Text finde. In unserem Fall wird das nicht viel Einfluss haben. Aber klassisch bei Zeitungsberichten, ich habe eine Schlagzeile, wenn ich dort das Wort finde, dann ist es wichtiger, wie wenn ich es im langen Artikel finde. Das wäre so eine Heuristik dafür. Und das kann er dann wieder zusammenmischen. Und am Schluss kann ich ihm sagen, ja, ich möchte jetzt einmal 6 verschiedene Themen finden in diesem News-Datenbestand. Er rödelt vor sich hin und erstellt dann so, ja, Topic 0, also er kann ja nicht sagen, was die Überschrift ist. Aber es wird oft gesprochen von Prozent, von Euro, von Bellen, Fan, Hofer, ÖVP, okay. Dann wird oft gesprochen von Trump und Clinton und Sanders und Demokrat und Cruz. Dann wird wieder oft gesprochen vom Töten und Anschlag und Millionen und Marktanteil, interessant, ja, Töten, Marktanteil, okay. Und so weiter und so fort. Und da kann ich natürlich sagen, ja, das ist jetzt zu kompakt, will ich nochmal rechnen mit einem Topic-Count von 15, dann würde ein bisschen was anderes rauskommen. Und da muss man sich halt hinhangeln, bis man etwas Sinnvolles gefunden hat. Aber im Prinzip, die Bibliotheken sind da, die Daten kann man reinschicken und es sind immer ein paar, einige wenige Byte-Zeilen, die dazu führen, dass etwas herauskommt, das man sich ansehen kann. Und damit bin ich mit meinen Ausführungen am Ende. Das heißt, zusammengefasst, wir haben uns angesehen, Wortwolke, wie geht es überhaupt einmal zu? Wir haben so Grundbegriffe wie Send, Token, haben uns angesehen, wir haben uns die Rolle der Wörter, Part of Speech Tagging haben uns angesehen, Adjektive, Hauptwörter unterscheiden. Wir haben eine kleine Stimmungsanalyse gemacht, wie holen wir die positiven Adjektive aus Kundenreviews auf Englisch. Und wir haben die Zeitungsartikel einem Themenmodell zugeordnet, einem automatisch berechneten Cluster, einer Klassifizierung, die zwar keine fertige Klassifizierung ist, aber eine gute Basis sein sollte, um genauer nachzusehen, wie sind diese 10.000 Dokumente grundsätzlich zu gruppieren, was ist eine sinnvolle Gruppierungsmöglichkeit dafür. Ja, damit bedanke ich mich und stehe für eure Fragen zur Verfügung. Bitte. Wo ist das Jupyter Notebook zu finden? Es ist auf meinem GitHub-Account, zumindest wird es dort sein, in der nächsten halben Stunde. Ich werde auf dem Linux-Tage-Twitter den Link verschicken, dann könnt ihr nachschauen. Ich hoffe, das reicht euch. Weil wenn ich jetzt einen Link ansage, ist es, glaube ich, ein bisschen langweilig. Sonst GitHub, Roskakori ist der User, Talks ist das Projekt und dort so nach Linux-Tage Unterordner suchen. Dort findet ihr es auch, wenn es hin navigiert. Der Part of Speech Tagger, den du da vorgestellt hast, hat der auch morphologische Features dabei? Oder Ableitungsbäume, mehr Struktur? Er kann sehr viel. Müsste man jetzt Spacey nachschauen, was genau die ganzen Möglichkeiten sind. Weil ich habe bisher nicht viel mehr braucht wie das, was ich gezeigt habe. Aber Spacey kann auch so ganze Satzstrukturen verketten, anfangen und Bäume aufbauen grundsätzlich. Ja. Im Kontext von User-Reviews, die ja manchmal mit Rechtschreibfehlern behaftet sind, wie empfindlich ist das Ding drauf? Ja, das, was ich jetzt gezeigt habe, das hat ja das Ganze roh genommen. Und wie schon gesagt, es ist oft sinnvoll, einen Vorverarbeitungsschritt zu haben und eine Rechtschreibkorrektur wäre genauso ein Vorverarbeitungsschritt. Das heißt, ich habe mein Dictionary an grammatikalisch oder mein Wörterbuch an korrekten Wörtern, schau nach, ob das Wort dort gefunden wird. Wenn nicht, dann ist es ein Rechtschreibfehler und dann mache ich halt mit einer gewissen Fuzzy-Logik versuche ich dann, das korrekte Wort ja, zu erraten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Ja. Vielleicht noch zu den Rechtschreibfehlern. Manche Rechtschreibfehler kommen ja sehr häufig vor. Das Wort Accessory im Englischen, das ist sehr kreativ, wenn man mitschaut, was die Leute da alles eingeben.
Und da ist es dann oft das Einfachste, ein Synonym-Lexikon anzulegen. Ich habe meine 5 falschen Varianten von Accessory und suche danach und ersetze sie gleich mit der korrekten. Dann habe ich da einen hohen Determinismus. Okay, gut, dann danke.